Hallihallo, willkommen zurück hier from Zero to Hero. Unser Projekt hier auf der Mountain Hill Karte. Ja, wir haben ja zuletzt. Der LKW ist angekommen. Wir haben ja zuletzt eine Sämission angenommen und da laden wir jetzt mal kurz hier das Saatgut in die Sämaschine. Dann schicken wir den Kollegen auf Feld 95. Wir haben auch die Rübenschnitzelanlage jetzt als Mod hier mit drin. Das heißt, wenn wir genügend Geld haben, könnten wir das Ding auch bauen. Aber da müssen wir noch ein bisschen irgendwie sparen. Kriegen wir aber auch alles hin. Ist alles gar kein Problem. Eins nach dem anderen, wie man so schön sagt. So. Kriegen wir jetzt den letzten hier auch noch, bitte. So. Gut, das ist erledigt. Dann kann der mal losfahren. Und wir gucken mal. Ach ja, genau. Hier sind wir mal wieder angekommen. Das heißt, wir laden gleich mal hier wieder ordentlich auf. So, wir holen uns aber diese eine Palette, die da hinten steht, noch schnell. Wenn, dann soll schon alles mitkommen hier. Ups. Okay, hat nicht ganz geklappt. So, jetzt aber. So. Da hinten scheinen wir auch erstmal durch zu sein, so wie es ausschaut. Heißt, es ist wirklich nur noch das vordere Gewächshaus hier. Ja, mal gucken. Mal gucken. Da geht doch bestimmt noch was. Naja, warten wir halt kurz, bis der soweit ist. Du lädst jetzt aber ein bisschen sehr komisch gerade. Also wir können den schon mal umstellen. BGA Paletten abladen, ja. Achso, jetzt machst du das Loch da vorne voll. Okay, boah. Passt schon. So. Das heißt, wir müssen tatsächlich nochmal hier hochkommen, um hier weiter das Zeug wegzubekommen. So, der kann erstmal fahren. Ja, guck mal, hier wird weiter gepflügt. Der war ja am Tanken gewesen. Das funktioniert. Wir gucken nochmal, ob wir vielleicht jetzt inzwischen eine Ballenmission haben. Haben wir aber nicht. Okay, dann nicht. Ja, hier wird Mais gedroschen. Ein bisschen komisch. Ja, genau. Wir lassen den einfach mal machen. Wir lassen den machen. So, und wir sind hier auch gleich am Feld. Das heißt, da bleiben wir gleich mal sitzen hier in dem Traktor und warten mal kurz ab. Wir können ja mal schauen, wie groß dieses Feld ist. Beziehungsweise wir können das hier sehen. 7,11 Hektar. Ich bin auch überlegen, ob wir das nicht schnell selbst ansehen. 95 hier. Ach komm. Das machen wir. Müssen wir auch mal wieder ein bisschen selbst arbeiten. Aber ich würde sagen, wir gehen hier hinten auf die langen Bahn. Und wir sehen ja relativ schnell, wie hoch unser Saatgutverbrauch ist. Und dementsprechend können wir überlegen, ob wir noch mehr Saatgut brauchen. Der Palettenanhänger steht ja unten. Da
dann können wir da einfach noch ein bisschen was aus dem Lager rausholen und hier hochbringen. So, wir gehen mal hier. Ja, passt perfekt. So, auf geht's. Ja, man merkt schon auf den ersten Metern, es kommt sehr wenig Saatgut raus. Also ich denke mal, beim Weizen dürften wir damit auskommen mit der Ladung, die wir hier haben. Ist ja auch sehr gut so. Ja, guck mal, wir haben 1% Saatgut verbraucht, haben aber schon 5,5% der Mission erledigt. Boah, das geht. Das geht. So, da wird einer blockiert. Ah, da müssen wir da wieder hinschauen. Oh. Was ist mit dir? Komm. So. Reicht das? Reicht immer noch nicht. Reicht es jetzt? Jetzt sieht das besser aus. So, weiterarbeiten. Wir müssen hier auch einfach vorankommen. Damit das alles irgendwie funktioniert. Wir brauchen jetzt, lass uns mal kurz gucken, ich glaube irgendwas 120.000 oder so, ja, 125,7 für den Rübenschnitzler. Das ist eigentlich jetzt so der nächste Punkt, den wir erreichen müssen. Und danach ja, kommt dann irgendwann der Europa-Ernter. Das wird dann ein größerer Sprung werden. Da müssen wir wieder einiges an Geld verdienen erstmal. Bis wir da hinkommen. So. Guck mal, erste Bahn sind 10% gewesen. Perfekt. So muss das laufen. Ja. Ich glaube, bis wir anfangen werden, eigene Felder zu kaufen, wird noch eine ganze Weile vergehen. Aber erstmal gucken, dass wir einen guten Fahrzeugstamm und eben schon die eine oder andere Produktion uns kaufen. Gerade eben Produktionen, die quasi als Missionsziel auch auftauchen. Damit wir dann immer den Überschuss von Missionen automatisch gleich dann in die Produktion bekommen. Das heißt zum Beispiel die Getreidemühle ist so ein Punkt. Und alles Weitere müssen wir dann schauen. Aber wie gesagt, solange es so nach und nach funktioniert, ist ja alles in bester Ordnung. Aha. Erdbeeren werden hier nicht angenommen, Tomaten auch nicht.
Dann wissen wir, wenn das kommt, dass unser Palettenfahrer unten bei der BGA ist. So, zwei Bahnen und wir haben, ja, 19%, ja gut. Passt aber immer noch. Das heißt, da müssen wir gleich hier runter zur BGA springen und den LKW dann ein bisschen vorziehen, damit der zweite Anhänger geleert wird. Und dann geht es gleich wieder zurück nach oben und weiter Paletten holen. So. Ah, ich glaube, das sollten wir auch mal schnell machen. Dann machen wir nämlich den hinteren leer und nehmen die nicht wieder mit, wie sonst immer die ganze Zeit zuletzt. So, dann fährst du mir nämlich wieder zum Wasser holen. Also zu dem Autodrive-Punkt da oben. Muss entladen werden. Ja, das ist der Drescher da oben. So, guck mal. Und schon sind wir. Fast leer. Wieso zeigt er mir jetzt da noch 2 Liter an? Hallo? Gut, dann machen wir das. So, gut. Kollege, da steht ein Lager, falls du das noch nicht gemerkt hast. So. Gucken wir mal. Ja, das funktioniert hier. Ja, dann geht's weiter mit dem Weizen hier. Schauen wir mal, wie weit wir oder wie schnell wir da aufholen, weil zum Beispiel die 26, das müsste der Mais sein. Ja, den müssten wir eigentlich einholen. Den Pflug auf der 70 denke ich mal eher nicht. Der dürfte relativ bald durch sein. Gut, solange wir jetzt nicht ständig unterbrochen werden, kommen wir gut ran, aber ja, mal abwarten. Mal abwarten, wie das in der nächsten paar Minuten so weitergeht. Ach nee, doch, auf der 26, das ist der Mais-Drescher. Ich wollte gerade sagen, ich war gerade kurz ein bisschen verwirrt. Passt aber. So, wo sind wir jetzt? 27. Ah. Ja, und wir gehen ja schon wieder auf den Abend zu. Das ist ja auch Wahnsinn. Und dann lass uns mal kurz schauen in die Produktionen. Hier sind noch 674.000. Ja, da wollten wir ja eben Gülle haben für 30% und die Rübenschnitzel. Das heißt, da würden wir 50% mehr Ertrag rausholen. So, und hier war Wasser. Oh, hier ist Wasser ganz schön runter. Ich glaube, wir sollten, wenn wir die Paletten alle weg haben, dann durchaus den Wassertraktor mal wieder seine Runden drehen lassen da oben. Sonst wird das, glaube ich, nichts.
So. Ja, das Problem ist halt, wenn der Mais, die Maismission wieder an LKW voll abgibt, dann macht der einen kleinen großen Sprung, was die Prozentzahl angeht. Weil wir haben ihn jetzt schon fast eingeholt. Wir werden auch vor dem fertig werden, da habe ich gar keine Bedenken. Das geht ja doch relativ zügig. Da bin ich doch sehr optimistisch gestimmt. Und eigentlich sollten wir auch hier in der nächsten Folge fertig werden, wenn nicht schon wieder der Drescher blockiert würde. Ja, dann fahren wir den mal kurz hier raus. Aber irgendwie hat er da drüben so viel stehen lassen. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wird schon irgendwie passen. Zur Not müssen wir ihn halt nochmal neu ansetzen. Wenn er irgendwann meinen sollte, er wäre fertig. Ja, auch egal. Ich glaube, richtig lustig wird es dann erst, wenn wir wirklich eigene Felder haben und dann immer mehr Produktion, die wir dann bedienen müssen. Weil ich glaube, das könnte zum Ende hin richtig hektisch werden, wenn wir alle Produktion, alle Felder besitzen wollen. Boah, das wird spannend. Und das müsste rein theoretisch, hoffe ich mal. Hört sich auch wieder blöd an. Relativ schnell gehen. Weil, wie gesagt, so weit, wie wir jetzt schon gekommen sind, bin ich schon recht zufrieden. Und gut, der Vorteil ist halt, dass wir ohne Seasons spielen. Das heißt, wir können immer ansehen, wir können quasi immer ernten. Was uns gerade bei den Wiesen später für die BGA gut helfen wird. Ja. So, wobei wir dann na klar auch irgendwann überlegen müssen, wenn wir dann eigene Felder bearbeiten oder eigene Wiesen, machen wir dann immer noch Ballen, die wir dann irgendwo erstmal gären lassen müssen? Oder wie werden wir das dann machen? Ja, es sind Fragen über Fragen, die werden wir aber nicht mehr heute klären können, denn wir sind schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Morgen, dann geht's weiter. Dann gucken wir mal, dass wir hier das Ding fertig bekommen. Ich werde gleich mal noch ein, zwei, drei Bahnen hier weiter ansehen, damit wir eben da das schaffen. Gut, der LKW ist auch noch angekommen, den beladen wir dann auch morgen in der Folge. So, da würde ich jetzt aber sagen, das war's wirklich. Tschüss, bis morgen früh.